Frau Professor Leubel, wir sind hier beim AGO State of the Art Meeting 2019. Sie haben was berichtet zur neoadjuvanten Therapie. Gibt es da Veränderungen oder auf was sollte man grundsätzlich achten? Die neoadjuvante Therapie, denke ich, ist dieses Jahr nochmal weiter in den Vordergrund gerückt worden und die Bedeutung der neoadjuvanten Therapie wird zunehmen, basierend vor allen Dingen auf den Daten aus der postneoadjuvanten Situation, wo wir eben gesehen haben, wenn wir Patientinnen, die nach der neoadjuvanten Therapie keine pathologische Komplettremission erhalten oder erreichen, dass die von einer weiteren Therapie profitieren können. Und das haben eben vor allen Dingen die Daten bei den HER2-positiven Patienten aus der Catherine-Studie sehr schön gezeigt. Und da war es egal, wie viel Tumorrest nach der Neoadjuvanz noch übrig geblieben ist. Es haben letztendlich alle Patientinnen davon therapiert und das unterstreicht natürlich die Bedeutung der neoadjuvanten Therapie, denn diese ja, tailored oder therapieadaptive Therapie kann ich natürlich nur machen, wenn ich die Patientin neoadjuvant behandle, sonst habe ich überhaupt keine Indikation für das TDM1. Jetzt gibt es ja speziell bei den HER2-positiven Patientinnen die Möglichkeit, in der neoadjuvanten Situation entweder die Einzelblockade mit Trastuzumab zu machen oder die Doppelblockade mit Trastuzumab und Pertuzumab. Bei welchen Patientinnen würde man das eine oder andere machen? Also man kann sich grundsätzlich zur Indikation für die dualen Blockade letztendlich auch an den Ergebnissen aus der adjuvanten Situation richten. Da ist ganz klar gezeigt worden, dass vor allen Dingen die Patienten mit einem hohen Risiko, das waren die nodalpositiven Patienten, sicherlich auch die mit größeren Tumoren und die Hormonrezeptornegativen von der dualen Blockade am meisten, absolut auch am meisten profitieren. Und das sind auf alle Fälle die Patienten, die auch neoadjuvant eine duale Blockade erhalten sollen. Die neoadjuvante Therapie ist nicht so klar definiert, welche Patienten hier eine Anti-HER2-Therapie erhalten sollen, weil die Studien letztendlich anders gemacht wurden. Es wurden andere Patientinnen in diese Studie eingeschlossen. Nehmen wir das Beispiel der NEOS-4-Studie. Hier waren eigentlich fast nur Hochrisikopatientinnen in die Studie eingeschlossen worden, ähnlich auch in die anderen Studien. Deswegen gibt es hier keine so klaren Empfehlungen. Es gibt aber sicherlich Niedrigrisikopatientinnen, basierend auf den klassischen Kriterien, Tumor unter 2 cm, nodal negativ. Hier ist sicherlich auch zu überlegen, ob die Patientin nur eine einfache Anti-HER2-Therapie erhalten kann. Also ist es keine falsche Therapie, wenn nur das eine oder beides gemacht wird, je nach dem entsprechenden Einzelfall. Das ist sicherlich richtig. Also es ist keine falsche Therapie oder auch keine Untertherapie, wenn wir nur die einfache Blockade machen. Ich möchte jetzt nicht sagen, die einfache Blockade ist genauso gut, das ist sie sicherlich nicht, aber es gibt Indikationen. Wir kennen die APT-Therapie aus der Adjuvanz, wo wir gesehen haben, 12 Wochen Paclitaxel wöchentlich plus Trastuzumab bei Patienten mit kleinen Tumoren, ohne Nodalbefall, die haben ein hervorragendes krankheitsfreies Überleben von weit über 90%. Und wenn ich diese Daten dann auf die neoadjuvante Therapie übertrage, dann heißt das im Umkehrschluss, nicht alle Patienten brauchen automatisch unbedingt die duale Blockade in der neoadjuvanten Situation. Hat sich ansonsten gegenüber den Empfehlungen vom letzten Jahr in der neoadjuvanten Situation irgendetwas geändert? Es hat sich basierend auf den Daten, es gab ja letztendlich keine neuen Daten direkt aus der neoadjuvanten Therapie, was wir jetzt, wo wir neue Daten haben, sind die Überlebensdaten, das Krankheitsfall und Gesamtüberlebensdaten aus der Gepasepto-Studie, wo das Napaclitaxel ja untersucht wurde. Und neben der signifikant erhöhten PCR-Rate sehen wir hier eben auch, dass sich diese verbesserte PCR-Rate auch in ein verbessertes krankheitsfreies und Gesamtüberleben niederschlägt, vor allen Dingen bei den HER2-negativen Patientinnen und auch bei den hormonrezeptor-positiven HER2-negativen Patienten, für die wir ja sonst keine weiteren verbesserten Therapieoptionen haben. Ich denke, das kann man durchaus auch nochmal hervorheben, dass hier in Einzelfällen das Napaclitaxel sicherlich auch zum Einsatz kommen kann. Und ich weiß, dass es einzelne Zentren gibt, die das auch routinemäßig neoadjuvant einsetzen, statt des Paclitaxels. Gibt es denn dafür auch eine Zulassung?
Es gibt hierfür keine Zulassung. Das wurde am Rande dieses Meetings beim GBG-Jahrestreffen, hatten wir Professor Hecken zu Gast und er wurde auch direkt darauf angesprochen und er hatte dann einen Weg vorgezeichnet, wie man eben vielleicht doch zu einer zumindest Erstattung kommen könnte, ohne eine direkte Zulassung jetzt für diese Situation zu haben. Wir würden ihn beim Wort nehmen. Nein, aber es ist ja schön, wenn die Patientin die Therapie, die voraussichtlich die beste ist, auch wirklich bekommen kann. Und ich denke, da sind wir in Deutschland immer noch ganz gut auf einem guten Weg, dass wir das auch so weiterhin halten können. Ja, also ich meine, man muss natürlich, jede Therapieverbesserung geht in der Regel auch mit einer erhöhten Nebenwirkungsrate einher. Das sehen wir bei dem Nab-Paclitaxel, das sehen wir bei dem TD1 postneoadjuvant und diese vermehrte Nebenwirkungsrate muss man natürlich auch abwägen gegen die verbesserte Effektivität und da kommt man vielleicht auch im Einzelfall da zum Schluss, dass nicht mehr Effektivität in jedem Fall gerechtfertigt ist. Vielen herzlichen Dank. Danke.